wo macht der Rausch am meisten Spaß? Es ist ein bisschen eine dekadente Frage, könnte man sagen, aber... Also wenn man zum Beispiel Crystal Dokus googelt, dann ist ja... Das hat ja nichts mit der Realität zu tun, so. Ich habe gerade Post vom Steuerberater bekommen und er meint, dass ich voraussichtlich an die 15.000 Euro an Steuern nachzahlen muss. Dieses grandiose Interview wird unterstützt vom Fantasy-RPG Raid Shadow Legends. Raid hat noch immer mehr als 15 Millionen Spieler und über 400 individualisierbare Champions, zum Beispiel diese sexy Lady hier. Wenn ihr sie im Spiel seht, sagt ihr, ich bin Single. Und wenn ihr den Dude hier seht, sagt ihm, ich werde sein Geld bis spätestens Montag haben. Man kann im Spiel so viele unterschiedliche Dinge machen. Im Portal Charaktere beschwören, in der Taverne Champions verbessern und opfern, in der Arena gegen andere Spieler fighten, in der Kampagne EP für deine Charaktere sammeln, in den Dungeons gegen heftige Bosse kämpfen, um Artefakte zu gewinnen, die deine Charaktere stärken können. Also im Grunde hat man im Game mehr Möglichkeiten als im echten Leben, denn im echten Leben hat man im Grunde nur die Wahl zwischen Upsi Pannenshow und eine Maß Bier mit Pressack zu trinken. Schon als erste Breckerl erwischt. Kannst trinken und gleichzeitig Brotzeit machen. Was ich an dem Spiel am meisten mag, ist dieses geile, befriedigende Gefühl, wenn man einen Kampf gewonnen hat. Und mein Dopaminhaushalt darauf trainiert wird, diese Siege zu craven. Das ist wahrscheinlich auch das, was dieser Typ hier am meisten an dem Game mag. Sensation. Das Geile ist, dass ihr das Game jetzt auch auf Mac und PC spielen könnt. Da das Spiel geräteübergreifend ist, könnt ihr mit einem Account auf allen Geräten spielen. Natürlich nur auf Geräten, auf denen das Spiel auch spielbar ist. Die Grafik auf der PC-Version ist spitze und das Spiel läuft sogar flüssiger als Onkel Olaf mit einem Beinödem. Ödeme sind Wassereinlagerungen, also läuft man mit Ödem sehr flüssig. Checkt ihr? Er hat ein Ödem. Und ja, das Spiel ist immer noch kostenlos. Du findest mich im Spiel unter dem Nick OpenMind3000. Wenn du schnell genug bist, kannst du meinem Clan beitreten. Worauf wartet ihr noch? Gehe zur Videobeschreibung, klicke auf die speziellen Links und erhalte 50.000 Silber und einen kostenlosen epischen Champion als Teil des New Player Programms, um deine Reise zu beginnen. Viel Glück und wir sehen uns dort. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zu einem neuen Video. Heute ein kleines Interview mit der Nadira, die sehr viele Drogenerfahrungen gemacht habe, die ich nicht gemacht habe. Kannst du eine kurze Zusammenfassung von deiner Suchtkarriere geben? Ja, ich habe halt mich mit 14 in einen heroinabhängigen jungen Mann verliebt, der war damals 21. Und ja, dadurch kam ich halt in die Szene rein und war dann insgesamt 5 Jahre Crystal Meth abhängig. Mhm. Du hast dann Heroin konsumiert, du hast Meth konsumiert. Wusstest du vorher was über die Drogen? Weil jetzt heute so Meth, das ist ja quasi das Aushängeschild für Drogen sind böse. Wusstest du irgendwas über die Droge? Also ich weiß nicht, ich war 14 Jahre alt und ich glaube, ich habe auch noch nicht so viel darüber nachgedacht. Mhm. Ja. Und ich glaube, also ich weiß auf jeden Fall, wo ich das erste, also ich habe nicht zuerst Crystal genommen oder so, bei mir ging es mit Heroin los. Genau. Und ich weiß noch genau, wo ich die Nase so vor mir liegen hatte, dachte ich schon so, krass, das ist ein heftiger Moment. Und ich habe mich halt selber auch in den Spiegel so gesehen und es war auf jeden Fall ein sehr einschlagender Moment so für mich. Mhm. Also ich habe nicht so wirklich viel darüber nachgedacht, ich habe mich auch nicht wirklich darüber informiert. Nicht so vorausgeschaut, so, oh ja, das könnte die erste Kettenreaktion, der erste Anfang einer Kettenreaktion sein. Ja, inzwischen bist du ja runtergekommen von dem Ganzen. Und mich fragen immer sehr häufig Leute so, mein Bruder ist abhängig, mein Freund ist abhängig von der und der Droge. Und dann wollen die immer Tipps von mir, was die da am besten machen. Und ich finde es immer sehr schwer, weil ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass Süchtige, du kannst sie nicht zwingen, dass sie deine Hilfe annehmen. So, du, ich helfe dir jetzt so. Und dass das eine der schwierigsten Sachen ist. Aber hast du irgendwie so einen Next-Level-Tipp, der darüber hinausgeht? Wie kannst du die Leute dazu bringen, dass sie deine Hilfe wollen? Gibt's da irgendwas? Also ich, auf jeden Fall die größte und wichtigste Regel ist eigentlich, also man darf niemanden dazu irgendwas zwingen, weil ich kenne auch Menschen, die waren als Jugendlicher in Therapie, wurden gezwungen dazu, also richtig Zwangstherapie halt, und die haben sich dann geschworen, ich werde das nie wieder machen. Und das finde ich halt fatal, dass man, wenn man später vielleicht dann dazu bereit ist, das zu machen, dass man dann durch schlechte Erfahrungen dann das nicht mehr machen möchte. Ah, ja.
Und ich glaube sowieso auch, in Therapie hat es halt ganz viel damit zu tun, dass man sich entscheidet, clean zu werden. Also das ist die Voraussetzung dafür. Und wenn man sich selber selbstständig nicht dazu entscheidet, dann bringt es halt an sich nichts. Weil es geht halt um dich selber, um deine Person. Ja, und ich würde, also ich persönlich, wenn ich Menschen in meinem Umkreis habe, die irgendwie abhängig sind, dann versuche ich das erstmal zu beobachten und zu gucken, okay, ich habe auch das Vertrauen in die Menschen, dass die vielleicht auf mich zukommen, wenn die irgendwie Hilfe brauchen oder bereit sind, irgendwie darüber zu sprechen. Und man kann vielleicht das auch mal ansprechen, so von wegen, ich mache mir Sorgen oder was auch immer, aber ich würde da nicht so viel Druck reingeben. Ja, weil, aber, ja, sorry. Ja. Okay, kommen wir noch zu zwei Punkten. Erst zur Ursache. Du bist abhängig geworden und kannst du rückblickend irgendwie sagen, was da Faktoren waren? Würdest du sagen, es waren bei dir nur die Substanz oder oft sagt man ja, häufig werden Menschen süchtig, die irgendwie so quasi eine schwierige Zeit haben. Hattest du eine schwierige Zeit, als das passiert ist oder war es quasi wirklich nur die Substanz, die so, sich so gut angefühlt hat, die dich trainiert hat, dass du das immer wieder willst? Also ich glaube, die schwierige Zeit kam mit der Drogenszene. Also ich war ja nicht von Anfang an abhängig und ich habe in der Drogenszene ganz viele schlimme Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, das hat es halt auch auf jeden Fall schneller vorangebracht, meine Sucht so an sich. Also zum Beispiel hatte ich einen Kumpel von mir umgebracht und solche Sachen. Okay, und das dann automatisch wieder. Ja. Und der halt in der Drogenszene drin war. Also ich meine, dann hat man natürlich auch mit ganz anderen Menschen zu tun. Aber ich würde jetzt nicht so, zum Beispiel, man sagt ja auch über viele, dass die irgendwie ein schwieriges Elternhaus hatten und so weiter. Also ich, natürlich hat meine Kindheit mich zu dem gemacht, was ich heute bin so. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin behütet aufgewachsen. Ich habe keine traumatischen Erlebnisse, die jetzt ausschlaggebend waren dafür. Ja. Und ja, ich habe halt Mobbing-Erfahrungen gemacht, aber ich finde jetzt nichts, was im Vergleich zu anderen Menschen das irgendwie den Unterschied machen würde. Das heißt, du wolltest jetzt nie so, du hast nie angefangen, Drogen zu nehmen, um dich zu betäuben und sowas? Nee, angefangen habe ich das nicht. Ja, Neugierde, okay. Was würdest du sagen, ist einer der größten Missverständnisse über Sucht oder... Oha, okay, das ist eine gute Frage. Größten Missverständnisse über Suchtbuch, das ist eine voll die gute Frage, da muss ich noch drüber nachdenken. Ich finde, es ist voll viel. Ja, also ich denke mir das nämlich, weil die Leute haben, glaube ich, ein völlig falsches Bild im Kopf. So. Also erstmal an sich, dass es, als würde man Menschen in zwei Kategorien teilen. Die einen sind süchtig und die anderen sind nicht süchtig. Das würde ich überhaupt nicht behaupten, weil ich kenne fast keinen Menschen, wo ich nicht irgendwas sehe, dass der irgendwie süchtig ist. Ne? Weil man kann ja nicht, es geht ja auch über Drogen hinaus oder über Sachen, die du konsumierst. Es ist ja auch Beziehungssucht oder was auch immer. Genau, es gibt ja alles Mögliche. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass auch ein sehr großes Missverständnis über Sucht ist, dass viele Leute irgendwie so denken, dass sie wissen, wann sie süchtig sind. So quasi, dass sie so denken, ich werde ja nicht süchtig, weil es irgendwie so ein Gefühl ist, so was plötzlich so zück, jetzt bin ich süchtig. So, es ist so ein schleichender Prozess, oder? Und ich meine, allein wenn... Oder gab es bei dir den Moment so, oh? Nee. Ja. Also ich war schon längst süchtig und habe mir Gedanken darüber gemacht, ob ich süchtig bin. Und ja, ich habe irgendwelche Junkies gefragt, woran sie merken, dass ich süchtig sind. Ja. Und ich meine, allein wenn du dir schon die Frage stellst, ob du süchtig bist, dann ist schon irgendwas nicht richtig, so, weißt du? Also, oder irgendwas stimmt dann schon nicht. Ja. So, das ist immer so, weil man wiegt sich da, denke ich, viel länger in Sicherheit, wo man schon längst nicht mehr in Sicherheit ist. Als würde man auf der Straße stehen, ein Laster kommt auf einen zu und dann sagt man, ja, der Laster ist ja noch nicht hier, also kann ich ja hier noch stehen bleiben. Oh, jetzt mit Vollgas auf die... Genau, und dann klebst du irgendwann an der Windschutzscheibe vom Laster und dann so... Kann sein, dass es zu spät ist. Also würdest du sagen, Meth ist auch das, was am meisten Glücksgefühle in dir auslöst? Oder ist Heroin da besser? Oder was löst am meisten Glücksgefühle? Wo macht der Rausch am meisten Spaß? Es ist ein bisschen eine dekadente Frage, könnte man sagen, aber... Also ich finde das schwierig zu sagen, weil ich finde zum Beispiel Heroin und Crystal sind sowas von unterschiedlich, vom Gefühl her, völligst unterschiedlich. Das ist wie wenn ich, keine Ahnung,
Beruhigungstee mit Kaffee vergleiche, so, weißt du, das ist also jetzt runtergebrochen, ja. Weil es ist komplett unterschiedlich. So könnte man sagen, dass es Geschmackssache ist, so manche finden Heroin besser, manche mehr. Ja, so, und so. Es ist halt so, je nachdem, was du dir von der Droge erhoffst, also so bei Heroin ist es halt eher so, du ballerst dich so weg und bist so voll so, du bist so ein kleiner Kuschelbär, so dann so da ein kleiner süßer Kuschelbär. So. Ja, und so, und so da ist so die Liebe, so spürt nicht, auch nicht mal philosophiert, sondern einfach nur so eins ist mit dem Bett so, ne? Und bei Crystal bist du so, hui, ich flieg durch die Wände so, weißt du? Und ich bin der Größte und was auch immer. Mhm. Und ich meine, es ist natürlich auch wieder so ein Ding, wenn man abhängig ist, ist es wieder was ganz anderes, wenn man die Sachen konsumiert. Ja, ne? Ja, weil dann ist es ja oft nur ein Prozess, sich wieder normal zu fühlen und die Entzugserscheinungen zu bekämpfen. So. Ja, und gerade bei Crystal wird man halt auch irgendwann, man ist so super, am Anfang ist es so alles so, kannst du auch noch lachen und bist so total glücklich und hui, ist also geil und ich kann so mich mit den Leuten unterhalten. Und später ist man halt so voll paranoid und denkt so, scheiße, sitzt du irgendwie in der Ecke von deinem Zimmer und denkst, keine Ahnung, dass sich 10 Leute beobachten. Ja. Hast du eine Meinung zur Drogenpolitik? Du hast ja einen eigenen Leibwerk, dass quasi wegen des Verbots kriegt man nur gestreckte Sachen. Ist das schon ein Grund für dich, dass man sagt, dass man da was liberalisieren könnte? Oder hast du an dir gemerkt, auch, dass das Verbot dich an nichts abgehalten hat? Wie ist da deine Einschätzung? Also ich bin zwiegespalten. Also ich finde, die Frau Mordler kommt da hinten. Süß. Ja. Also ich finde es super schwierig, dass die Drogenszene so super subkulturmäßig untereinander so verschwimmt. Ne? Mhm. Und dass ich mit 14 Jahren so völlig in so einer Szene drin war, nur noch die Leute kannte und es dann auch nichts mehr anderes für mich gibt. Also sozusagen, dass durch die Illegalität, dass es halt so sich gegenseitig so kriminell wird und auch immer krasser wird, so, weißt du? Und auch dann halt solche Sachen passieren, so von wegen, da ist irgendeine Scheiße reingemischt oder dass es nicht richtig aufgeklärt ist, sondern also wenn man solche Crystal-Dokus googelt, dann ist ja, das hat ja nichts mit der Realität mehr zu tun, so, weißt du? Schon vielleicht, wenn du 20 Jahre Crystal konsumierst, siehst du vielleicht irgendwann so aus. Ja, aber wenn auch genauso, wenn du Alkohol konsumierst, das siehst du genauso aus. Deine Zelle sind doch völlig schön, könnte man sagen. Also eigentlich wirklich noch komplett weiß. Jemand, der 30 Jahre Kaffee trinkt, der hat da bestimmt eher schlechtere Zähne. Und dadurch war halt für mich auch dieser Bezug zu den Dokus, hatte keinen Bezug zu dem, den Menschen, die ich geliebt habe und der völlig normal für mich aussah. Ne? Und der war schon völlig abhängig. Ja. Und es ist halt dann keine Relation mehr. Ja. Und aber andererseits habe ich auch, zum Beispiel wenn man jetzt sagen würde, okay, wir legalisieren Heroin, habe ich halt auch wieder Angst, dass Menschen damit Geld machen, Werbung machen und dass es halt dann ähnlich ist wie bei Alkohol, dass es halt dann überall kaufen kannst. Ja. Bei jeder scheiß Tankstelle kannst du Wodka kaufen und es ist halt völlig normal. Ja. So, und das finde ich halt auch, das finde ich auch wieder scheiße. Das ist auf jeden Fall nicht die Lösung, so, das finde ich auch nicht. Also ich sage deswegen immer, es kommt dann auf den Grad der Legalisierung, also ich würde es halt legalisieren mit einem strikten Werbeverbot und vielleicht, dass es sowas wie einen Drogenführerschein gibt, so quasi, dass du nur in der Apotheke gehen kannst, wenn du so quasi dich genauestens aufgeklärt hast und genau weißt, was ist, ab 18 und alles Jugendschutz. Was hast du jetzt noch Langzeitkonsequenzen? Wir haben gesagt, du hast auf jeden Fall keine Meth-Szene, wie man es aus den Bildern kennt, aber andere Langzeitkonsequenzen? Also ich glaube schon, dass mein Suchtzentrum super ausgeprägt ist. Und ist für mich super schwierig, selbst wenn ich wollte, Drogen zu konsumieren auf eine gesunde Art und Weise. Also, weil ich hatte einen Rückfall, ich bin jetzt seit 5 Jahren clean und ich hatte einen Rückfall, zwar nicht mit Crystal, aber da bin ich auf die Fusion und habe da Pilze genommen das erste Mal. Und bin daraufhin, habe ich mir alles weggeballert, also ich war eine Woche völlig drauf. Und da habe ich halt gemerkt, okay, bei mir, sobald ich irgendwas konsumiere, was irgendwie damit damals zu tun hat, ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle, weil das zu sehr daran angedockt ist, weißt du? Ich habe da, das schaltet zu schnell meine, und ich habe halt auch so in Stresssituationen habe ich Suchtdruck und so weiter. Ne? Okay, man verbindet da alles, dann direkt die Assoziation macht, wenn ich jetzt was sehen würde, wäre alles gut. Ja. So. Ja.
Und ansonsten denke ich, also ich habe ja auch Crystal geraucht, 2 Jahre ungefähr. Und ich denke, meine Lunge ist auch ein bisschen am Arsch. Aber ich meine, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich immer noch rauche so. Mhm. Genau. Aber ansonsten, also so sichtlich habe ich jetzt keine größeren Schäden davon getragen. Ja, okay, wie man das jetzt vielleicht erwartet. Ja, ja, genau. Genau, du hast es vorher schon angeschnitten, du hast Pilze genommen. Wie könntest du da irgendwie so eine Unterscheidung treffen zwischen Pilzen oder Psychedelika und den anderen Drogen so? Also, wo ich das erste Mal Pilze genommen habe, da war ich auf der Fusion im Safer Space und ich dachte, ich wäre ein Hund und habe mich da hingelegt und habe mit mir selber gekuschelt die ganze Nacht. Ja, so, vielleicht, ne? Bist du ja auch ein Hund. Ja, wer weiß. Ja. Und ich hatte jetzt keine, also optischen, also ich habe auch die ganze Zeit die Augen zu gehabt, ich hatte wahrscheinlich, also ich kann mich auch nicht mehr ganz erinnern. Und ich finde, von der Intensität war es schon ähnlich wie Heroin. Mhm. Also so, es ist jetzt nicht, dass es weniger intensiv war, ja, oder irgendwie. Also es war schon ein krasser Zustand, ja, aber ja, ganz anders. Aber ich war halt auch so voller Liebe und so voll open, also open mind. Ich habe jetzt danach keinen Suchtdruck nach Pilzen gehabt. Genau, ich, okay. Also es ist also, das geht eigentlich genau, das versuche ich den Leuten immer zu vermitteln, weil wenn ich so Formulierungen verwende, dass Alkohol zum Beispiel durchschnittlich mehr Schaden anrichtet bei den Leuten als Pilze, dann denken die, da stellen die sich automatisch vor, dass Pilze nicht so intensiv sind oder sowas. Mhm. Aber Pilze sind zwar vielleicht nicht so gefährlich, aber dafür, also ich denke, vielleicht sogar zu einem gewissen Grad intensiver als die richtig krassen Drogen, weil du einfach nur völlig aus dieser Welt bist. Ja, so. Ja, ja. Und genau das ist auch der Grund, warum es auch teilweise ein bisschen nicht so gefährlich ist, weil man halt dann nicht so einen Suchtdruck hat, weil du dir... Du kannst nicht im Alltag jeden Tag Pilze kaufen. Ja, genau, oder? Genau. Ja. Also, genau. Dann noch zu anderen Drogen. Du bist ja runter von Meth, von Zigaretten noch nicht. Was? Runter? Achso. Ja. Naja, also ich hab auf Therapie habe ich dann irgendwie 2 Jahre oder so habe ich nicht geraucht. Mhm. Dann bin ich in der Prüfungsphase wieder rückfällig geworden im Studium. Mhm. Interessant, dass du 2 Jahre auf runterkommst, weil oft ist es so, dass die alles schaffen und dann rauchen, versuchen eben viele so. Ja, doch. Kann man da auch Vergleiche ziehen, so aufhören, weil es gibt ja auch diese Vergleiche, dass Rauchen eigentlich, was Sucht anbelangt, so eigentlich genauso krasser Struggle ist wie die krassen Drogen Heroin und Meth. Kannst du dazu was sagen? Also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich nie Drogen genommen hätte, wie ich dann auf den Kippenentzug reagieren würde, weil ich habe halt echt, ich fühle mich so, als würde ich von allem entziehen. Mhm. Also ich war bei einem Freund da, wo ich vom Kippen entzogen habe, und ich bin wirklich völlig ausgerastet. Ich habe rumgeheult und hab mein Handy geschrottet, obwohl ich eigentlich nicht so impulsiv bin, ne? Aber ich habe mein Handy kaputt gemacht und ich war lange nicht mehr in solchen Zuständen. Und ich hätte mir auch niemanden vorstellen können, der das aushalten kann. Also es war auf jeden Fall richtig krass auf jeden Fall. Und das war bei Crystal nicht so. Interessant, das ist interessant so. Kannst du es dir erlauben, mal einen Schluck Bier zu trinken, oder ist das sowas Tabu? Ich war ja 2 Jahre auf Therapie. In der Zeit habe ich sowieso nichts konsumiert, außer geraucht habe ich in der Zeit. Und danach habe ich, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, aber so 2 Jahre habe ich auch keinen Alkohol getrunken. Weil ich einfach so Schiss davor hatte, besoffen rückfällig zu werden. Und ich hatte halt wirklich, also bei mir hat noch diese Angst vor diesem Rückfall war so noch ganz nah an mir dran. Und ich habe auch mir selber auch nicht so getraut. Und aber dann bin ich tatsächlich zur Drogenberatung und habe die gefragt, ob die mich begleiten können, wieder anzufangen, Alkohol zu trinken. What? Das ist crazy! Und dann, habe ich halt das halt, also ich hatte dann wöchentlich ein Gespräch mit denen. Und dann habe ich halt das erste Mal Alkohol getrunken und ich hatte so Schiss davor, das glaubst du gar nicht. Genau, und dann, und seitdem trinke ich wieder Alkohol. Mhm. Und da gab es auch eine Phase, wo es halt, oder was heißt eine Phase, also gab es ein paar Situationen, die absolut nicht gesund waren. Nur komplett ein Abschuss-Drunk. Und wo ich halt auch wieder gemerkt habe, okay, die Suchtstimme, also die ist halt wieder voll am Start, ne? Aber jetzt mittlerweile bin ich, fühle ich mich wohl so mit dem und fühle mich sicher. Wie schaut Feiern gehen bei dir jetzt aus? Du trinkst ein bisschen Alkohol.
Das ist ja, das ist ziemlich unterschiedlich. Jetzt die letzte Zeit gehe ich gar nicht mehr feiern. Aber ich habe gemerkt, also ich habe manchmal habe ich Alkohol getrunken oder Energy, was weiß ich. Und dann habe ich manchmal richtig geile Abende gehabt und dachte mir so, ja, nice, dass ich wieder Alkohol trinken kann. Mhm. Und dass man das so nutzen kann halt, ne? Ja. Und an anderen Tagen dachte ich mir so, hey, wie bescheuert bist du eigentlich? Dann bist du um 3 Uhr irgendwie fertig so, weil du einfach nur das verstärkt hast, wie du dich sowieso schon fühlst. Ja. Und mittlerweile bin ich eigentlich, bin ich lieber nüchtern feiern. Ah, interessant, das finde ich gut. Das ist doch ein vorbildlicher Ansatz. Also wir haben ja vorher schon gesagt, Leute müssen sich helfen lassen wollen, dass sie swingen, aber nehmen wir an, wir haben hier Zuschauer, die schon im Schritt sind, die sich die Hilfe benötigen und das wollen. Und was ist da deine Empfehlung? So, hast du einen Nummer 1 Tipp da? Wo erkundigt man sich? Also das erste Mal, das Problem ist, so Drogenberatungen sind super überlaufen. Und damals, wir haben 5, also ich habe das ja mit meiner Mama zusammen gemacht, ich habe also ich wollte mich umbringen, dann bin ich zu meiner Mama, habe ganz doll geheult und habe mit ihr gesprochen. Und sie hat mir dann geholfen, die Drogenberatung anzurufen. Und wir haben halt wirklich 5 Stellen angerufen und die haben uns alle abgewimmelt, so von wegen, die haben keine Zeit. Irgendwie in 2 Monaten oder in 2 Wochen, allein 2 Wochen ist schon zu spät. Hm. Weil dann bist du schon wieder in einem ganz anderen Mindset. Ja, das ist irgendwie krass. Ich meine, das ist auch wieder so ein Grund, was so krass für eine Legalisierung oder eine Entkriminalisierung oder halt, dass man nicht mehr so viel Aufwand in die Verfolgung von Konsumenten, ey, wenn fucking man keine Plätze bei einer Entzugsklinik kriegt, was ist denn da los? Ja. Und genau, meine Mama war da halt sehr hartnäckig und hat dann haben wir eine Drogenberatung in Halle dann klargekriegt. Und dann war es halt so, das ist halt auch wieder so ein Ding, man muss halt dann jede Woche dahin fahren und zeigen, dass man es will. Und allein das Geld für den Zug zu haben, ist ja... Das haben viele das als Junkie, nicht, der keine Mama hat, die da mit einem dahin fährt. Ne? Das ist hart. Was war die Frage eigentlich jetzt nochmal? Einfach so Nummer 1 Tipp, zu welchen, wie man sich entscheidet, zu welcher Einrichtung man geht und oder so. Aber scheinbar ist das eine viel schwierigere Frage als gedacht. Ja. So. Also, was ich auf jeden Fall, ich würde sagen, mir hat es super geholfen, jemanden zu haben, dem ich wichtig bin und der genau weiß, wie wichtig das jetzt ist, da dran zu bleiben. Und mich aber gleichzeitig nicht unter Druck zu setzen, so von wegen, ja, wenn du da jetzt nicht mitkommst, bist du scheiße oder so, sondern von wegen, ich kümmere mich, ich sorge mich um dich und weißt du, und du bist es mir wert, dass ich mir mehr Zeit mit dir nehme, weißt du? Ja. Das hat mir super krass geholfen und dass, dass man da hinfährt. Ja. Und sich das erstmal anhört. So, und dann muss man natürlich auch Glück haben, dass man auch eine Person trifft dort. Weil es hat ja auch oft mit sozialen Kontakt zu tun, ob man da sich anvertraut oder nicht. Und falls da jetzt zum Beispiel jemand ist, der dir gar nichts taucht, dann sucht er halt eine andere Drogenberatung. So, weißt du? Also Trial and Error. Ja, man sollte das jetzt nicht so von wegen, ja, die verurteilen mich und ich fühle mich da scheiße, dann hilft diese Hilfe nicht, sondern es ist eigentlich, sind es immer Personen, die dir helfen und nicht diese Einrichtung oder was auch immer. Ne? Es gibt sehr unterschiedliche, super unterschiedliche Therapieeinrichtungen. Und also wo zum Beispiel, es gibt Einrichtungen, da gibt es in der Station Stoff, genauso wie im Knast. Interessant. Weißt du, das ist, oder dann verkaufen zum Beispiel die Heroinabhängigen, kriegen dann irgendein Medikament, verkaufen das an die anderen Klienten, weißt du, damit die sich wieder wegstoffen können und so weiter. Und es liegt halt auch einfach... Das ist dann, ist man auch wieder drin im Game. Ja, und es ist halt super schwierig, wenn die Szene so aufeinander hockt, da irgendwie nicht wieder Szene entstehen zu lassen. Ne? Ja. Und da braucht man natürlich eine gute Einrichtung, die das gut hinkriegt, dass es wirklich Therapie läuft und nicht wieder Szene entsteht. Und ja, ich kann die Heilstätte 7 Zwerge empfehlen auf jeden Fall, die ist am Bodensee. Und die ist auch mit die strengste, die man eigentlich machen kann. Unterstützt doch, erhalten schon. Nee, gar nicht. Und für mich war es auch super, dass ich 5 Stunden oder ich weiß nicht wie lang entfernt war von dort zu Hause. Weil ich glaube, es ist gerade in der Anfangsphase ist es entscheidend, wenn du Suchtdruck kriegst, hast du kein Geld erstens, weil die nämlich das Geld angenommen haben. Und zweitens wusste ich auch gar nicht, wo soll ich den Stoff holen. Und das ist sehr entscheidend in dem Moment. Ne? Dann, willst du irgendwas promoten, dein Instagram oder sowas, dass die Leute dich da... wir haben einen YouTube-Kanal. Stimmt, YouTube-Kanal, hast du ja gesagt, genau. Checkt ihren YouTube-Kanal aus. Ja, wir heißen die Schneebies. Mary, willst du vielleicht kurz vor die Kamera kommen? Das hier sind die Schneebies jetzt, oder was? Genau, ja. Die Schneebies. Ja, keine Ahnung, wir haben auch einen YouTube-Kanal und wir sprechen über verschiedene Sachen. Also ich spreche halt über meine...
Vergangenheit, mhm. du machst den Spiel. Du sprichst über deine Zukunft. Dann check den Kanal aus. Danke euch, dass ihr mitgemacht habt. Und es gibt noch einen zweiten Teil, wo wir Zuschauerfragen beantworten zum Thema Meth-Sucht, Heroin, bla bla bla. Woo, woo, woo. Peace.